don't waste it. Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, wir sind wieder in der City of Community und es war gestern wieder ein Livestream und dementsprechend ist wieder einiges passiert hier in dieser Welt, in dieser Stadt und das möchte ich einmal in diesem Video zeigen. Und zwar, genau, wir sind wieder auf der Spawn-Insel, wie immer, wir fangen hier an, einfach damit man so ein bisschen Orientierung hat, dann wisst ihr, in die Richtung dort ist das Skyline-Viertel, hier haben wir die Altstadt mit der Kathedrale oben auf dem Berg, dort haben wir das Industriegebiet, dann haben wir noch ein Wohnviertel hier hinter dieser Skyline, also mehr in diese Richtung. Und der neue Bereich, der ist jetzt einmal, wenn wir hier durch die Altstadt gehen und dann die Altstadt verlassen über diese Straße, dann kommen wir ins Villenviertel rein. Und hier hat schon wieder jemand City of Community hingeschrieben als Schriftzug. Genau, so, hier ist dann die Straße, dann muss man hier so durch so einen Tunnel fahren, den haben wir zusammen gebaut im Stream mit einigen Leuten und dann kommt man hier in den neuen Bereich hinein und ja, wie ihr seht, hier sind schon einige Häuser entstanden und das sind alles jetzt mehr oder weniger moderne, teure Häuser oder Villen, hier zum Beispiel mit einer riesen Garage eine Villa. Hier ist die Straße dann so ein bisschen über so Brücken und sowas gehalten. Finde ich eigentlich auch richtig nice. Genau, dann hier noch so ein paar modernere Häuser. Ich fliege hier einfach mal so ein bisschen rüber, um einfach so, man soll ja einfach nur so einen kleinen Überblick erstmal gewinnen über die ganze Stadt, über das, was hier passiert. Das hier habe ich noch gar nicht gesehen. Kasimir? Okay. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Name von, ein Familienname oder sowas, ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, hier sind ein paar Häuser entstanden, noch nicht ganz fertig geworden. Und ja, wie gesagt, alles so ein paar teure Häuser, ein paar Villen, größere, hier ist ein kleineres, eine kleinere Villa. Und genau, so ein paar haben wir auch selber gebaut im Stream, also ich mit meinen Leuten, mit der Community. Zum Beispiel das Haus hier. Daran finde ich eigentlich richtig nice die Location von dem Haus. Und zwar haben wir das extra jetzt hier so hingebaut, dass man hier eine Aussicht hat auf diesen See hier vorne. Und das ist einfach wirklich mega, gerade mit diesem Boot hier auf dem Wasser und diesen Felsen, die hier bunte Farben annehmen. Also das ist mega cool. Und dann auch hier für die Straße natürlich noch weiter. Hier sogar eine Villa im Berg, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die fertig ist, aber anscheinend gibt es hier schon so einen Anfang. Also auch richtig, richtig cool. Ja, dann hier noch eine Villa oben auf dem Berg. Die habe ich vorhin, ja, hier sind wir vorhin so ein bisschen vorbeigeflogen. Also auch richtig nice von der Location her ausgesucht. Hammermäßig. Und genau, das ist so ein bisschen der Stadtbereich, wo die Häuser so ein bisschen mehr verteilt sind, wo ein bisschen mehr Zwischenräume da sind, wo die Häuser ein bisschen größer sein können. Es können große Gärten mit dabei sein und ja, das Ganze einfach so ein bisschen teurer. Und das Coole ist, das sieht man jetzt nicht so gut, weil die Stadt nicht geladen ist. Aber wenn man hier zum Beispiel von hier rausgucken würde aus dem Fenster, hat man eine richtig geile Aussicht auf die ganze Stadt, auf die Altstadt und die Skyline dahinter. Wie gesagt, das ist jetzt nicht ganz aufgebaut, weil man die Sichtweite jetzt auf dem Server nicht ganz so hoch stellen kann. Aber ansonsten, wenn man die Sichtweite ein bisschen höher stellt, würde das funktionieren. Und das ist einfach mega, mega krass. Und es ist einfach wirklich heftig, was passiert ist in der Stadt, es ist krass. Und ich glaube, zwischendurch werden auch immer in den ganzen anderen Bereichen irgendwelche Dinge verändert, die ich gar nicht mal alle sehe, einfach weil ich mich meistens immer nur auf einen Stadtteil konzentriere. Jetzt war es ja, wie gesagt, der Villenteil oder das Villenviertel, aber ich bin mir sicher, dass auch in den anderen Stadtteilen sich wieder einiges verändert hat. Und ja, es ist ein richtig cooles Projekt. Ich würde sagen an dieser Stelle, ich habe einen kleinen Überblick gegeben über das, was jetzt neu so dazugekommen ist und würde einfach mal sagen, falls euch das Ganze gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like da auf diesem Video und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich nächsten Samstag beim nächsten Stream wieder und bis dann, haut rein, meine Freunde, ciao, ciao.